Einen schönen guten Tag. Wir haben Donnerstag. Es ist 3:10 und wir haben 20 Grad Celsius. Wir machen heute einen Lauf in Kupferdreh. Da war ich schon lange nicht mehr. Und da machen wir heute auch mal ein Update. Hier bin ich und wir laufen jetzt einfach mal los. Hallo. Ich bin hier auf der alten Eisenbahnbrücke. Und die soll saniert werden. Wenn ich mal den Pfeiler so ein bisschen angucke, da ist schon ganz abgeblätterter Rost zu sehen. Da hinten sehen wir die Kampmannbrücke. Da ist die neuere Brücke. Früher war da auch eine alte Brücke und wenn Überschwemmungen war, kam man da nicht rüber. Mein Onkel, der Bruder von meinem Vater, der in Überau gewohnt hat, der in Essen gearbeitet hat, in der Gruger, der musste dann öfter woanders her, kam hier nicht rüber. Zong, was macht denn hier mein Zoom? Der reißt wieder aus. Ja, wir schlendern einfach mal so drauf los. Und man plant hier in Essen eventuell neben diese Brücke eine andere Brücke zu bauen, eine Behelfsbrücke, dass wenn das Ganze hier saniert wird, dass da die Fußgänger trotzdem rüber können und die Fahrradfahrer. Denn ansonsten müssten die ja wirklich bis da hinten hin, wo jetzt gerade der Bus da hinten über die Kampmannbrücke fährt, und dann das Stück am See wieder zurück bis hierhin. Ja, und das ist schon was, ne? Mal eben nach Heisingen rüber, so wie jetzt, oder von Heisingen mal eben nach Kupferdreh. Oder auch um den Baldener See herum kann man sich hier dieses Stück sparen sozusagen. Der fängt ja hier an, der Baldener See. Wir haben jetzt einen Sonne-Wolken-Mix. Man kann sich das Wetter ja nicht aussuchen. Aber so liebe ich das eigentlich. Wenn es jetzt so in der Art bleibt, bin ich zufrieden. Das hat heute Morgen noch derartig gegossen. Frieda und ich sind klatschnass geworden. Ich habe extra noch gewartet. Ich habe gedacht, vielleicht fällt es, vielleicht hört es irgendwann mal auf. Hier sind so Aussichtspunkte sozusagen, Ruhepunkte mit Bänken. Da haben früher immer viele gesessen und haben den schönen Ausblick genossen, links und rechts. Die hat man schon abgesperrt aus Sanierungsgründen, vergittert, dass man da nicht mehr drauf kann. Und da lugen so die Waggondächer raus von der Museumsbahn. Ich zoome da auch mal mit zweifach rein, kann man so Dächer sehen. Und ich weiß gar nicht genau, wann die fährt. Ob die fährt. Aber so ab und an, meine ich, fährt die noch. Jetzt schieben sich wieder Wolken vor die Sonne. Das ist ja so bei einem Sonne-Wolken-Mix. Ich hatte mir hier die südlichen Stadtteile ein bisschen aufgeschoben für den Sommer, weil ich dachte, es geht ja nichts
über die schöne blaue Ruhr. Die Sonne scheint, die Menschen in den Eiscafés sitzen. Und man sieht, wie schön es hier ist. Aber wenn ich jetzt nur warten würde auf gutes Wetter, dann wird hier gar nichts mehr passieren. Und wenn es dann mal gutes Wetter wäre, dann müsste ich alles auf einmal filmen. Also nehmen wir es so ein bisschen, wie es kommt. Ab und zu sehen wir heute die Sonne. Hier geht's rein. Stadtmos. Da sitzt aber keiner draußen im Moment. Ich weiß doch nicht, ob die jetzt aufhaben oder nicht. Keine Ahnung. Hier kann man sich keine Zigaretten ziehen. Man kann sich hier Schläuche ziehen fürs Fahrrad. Alle möglichen Größen. Für 8 Euro ist man dabei. Ich meine, hier sind viele Fahrradfahrer. Warum nicht? Hier ist eine Trinkhalle mit ein bisschen Außengastronomie, Toiletten. Da ist jetzt auch nichts los. Ach so, hier können wir noch mal gucken. Da können wir noch mal einen kurzen Blick schmeißen. Ist auch ein schöner Rastplatz eigentlich, wenn man mit dem Fahrrad hier vorbeikommt. Die Hespertalbahn, Museumseisenbahn Essen. Da steht was. Riecht auch nach Eisenbahn. Ich mag diesen Geruch. So ist besser. Ja, und hier ist der dazugehörige Bahnsteig. Sich die Fahrkarten kaufen. Aber da steht es ja, Museumszüge am Waldener See 2024. Da sind ein paar Termine angeschlagen. Kann man auch bestimmt im Internet nachlesen. Mit Sicherheit interessant. So eine Fahrt. Das Wetter ist heute so, man weiß gar nicht, nur ein T-Shirt oder eine Jacke drüber. Ich habe mich jetzt so eine ganz leichte Fließjacke entschieden, weil der Wind ist ziemlich frisch. Vor beim Laufen wird es schon warm, wenn die Sonne da ist. Hier drüben ist Lukas, scheint aber zu sein. Ist auch ein schönes Gebäude, finde ich. Das war früher auch ein beliebter Treffpunkt, als ich noch viel jünger war.
Da war ich hier öfter gewesen. Hier ist eine privatärztliche Praxis noch drin. Kann man hier draußen auch ganz gut sitzen, finde ich. Da drin bestimmt auch. Da habe ich auch gerade jemand gesehen, eine Bedienung. Vielleicht machen die es später auf. Öffnungszeiten stehen da angeschlagen. Freitag ab 17 Uhr bis 23. Samstags 13 Uhr bis 23. Sonn- und Feiertage 10 bis 20. Und da wir ja heute Donnerstag haben, erklärt es sich, warum hier nichts los ist. Kulinarischer Bahnhof, Lukas. Oben ist das Gleisbett für die richtigen Züge. Hier im Süden von Essen kann ich über die Straße nicht hier so wild wechseln. Auf dem Bus, der da kommt. Ist alles frei. Ich habe jetzt mal angefangen, bei meinen Videos seit dem Mörs-Video die Untertitel zu bearbeiten. YouTube generiert die ja automatisch und gar nicht mal schlecht, muss ich sagen. Also die Groß- und Kleinschreibung ist natürlich schwierig, nur mal unabhängig davon. Macht YouTube das sehr gut. Und ich mache mir jetzt die Mühe, und bearbeite die so gut ich kann. Ich weiß nicht, ob es hier jemandem schon aufgefallen ist. Ungefähr 9% von denen, die zuschauen, nutzen die Untertitel. Das ist schon was, ne? Immer wieder schön, wenn der blaue Himmel rauslugt.
Ja, und auf einmal sind wir wieder in Kupferdreh. Und für alle, die neu sind auf meinem Kanal, ich bin kein redaktioneller Kanal. Ich schnapp mir die Kamera und lauf einfach los. Und wir gucken, auf was wir hier so stoßen. Jetzt muss ich auch hier gucken, dass nichts auf mich stößt, in Form eines Autos. Das Marktplatz. Da oben geht die Schnellstraße durch. Hat man schön schalldicht gemacht, so gut es halt geht. Und immer wieder toll Wasser. Ich liebe fließendes, plätscherndes Wasser. Man sieht hier an den flatternden Fahnen, dass doch ein ziemlich ruppiger Wind geht. Wenn dann so wie jetzt die Sonne verschwindet hinter einer fetten Wolke, und man selber im Wind steht, plötzlich, kann es kühl werden. Ich habe gerade überlegt, gehe ich auf die andere Straßenseite oder nicht. Ist aber irgendwie egal. Wir laufen eh gleich auf der anderen Straßenseite zurück. Und das Gute ist, da ich ja immer wieder mal komme, muss man auch nicht jede Ecke aufnehmen. Aber ich laufe mal ganz gerne die Geschäftsstraßen lang. Weil ich ja eher auf der urbanen Seite unterwegs bin.
Eisdiele. Wartet auf Kundschaft. Der Sommer hat gerade angefangen. Da wird bestimmt noch was kommen. Können wir mal hier gucken gehen. Ein bisschen was vom Deilbach sehen. Sonst laufe ich immer weiter durch. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier gucken. Alles abgesperrt. Der Zaun ist hier eingedrückt. Ja, und hier ist der Deilbach unter der Schnellstraße. Ganz schön breit hier, ne? Da fliegt er dahin, fließt er dahin. Ja, ist ja irgendwie eine Welt für sich, ne? Man sieht doch hier mal, wie breit die ist, die Straße über uns. Klar, zwei Richtungen, zwei Spuren. Bis zum Deilbachhammer ist es mir von hier aus zu weit. So das alte Kopfsteinpflaster. Hier wurde ja früher auch Kohle gefördert. Hier im Süden vom Ruhrgebiet fing das Ganze ja an mit dem Bergbau. Und hier im Süden, da war die Kohle ziemlich dicht unter der Oberfläche. Da brauchten die gar nicht so tiefe Schächte wie im Norden. Je weiter das nach Norden ging, umso tiefer mussten die buddeln, um das schwarze Gold aus dem Boden zu bekommen. Grubengold. Heute ist das alles Geschichte. Keine einzige Zeche mehr in Betrieb. Alles geschlossen. Manches erhalten als Museum. Paradebeispiel Zeche Zollverein. Die Blumenmarkt, das Haus da drüben, finde ich, sieht auch toll aus, ne?
Das fasziniert mich jedes Mal, wenn ich sehe. Ein richtig schönes Haus. Hier die Büfanger Straße, glaube ich. Da werden die Straßen bergig und kurvig. Drücken muss man den, glaube ich, nicht. Jetzt stehe ich hier mit meiner schwarzen Fließjacke. Jetzt ist er auch. Da habe ich jetzt gezögert. Ich hätte rübergehen können. Auf der Seite waren wir gerade schon. War nicht schlecht für die Ohren. Manchmal werde ich immer mit Tinnitus irre. So laut ist das. Aber dann habe ich in Sekunden wieder im Griff. Oder manchmal auch Minuten, will nicht übertreiben. Da oben ist auch noch so ein schöner alter Giebel zu sehen. Und das ist ja wirklich die Hauptstraße im Moment. Geschäfte, Busse, Fußgänger, Fahrradfahrer müssen hier alle lang. Also die Geschäfte müssen hier nicht lang, die sind ja hier. Auch hier die Fassaden sehen toll aus, finde ich. Links auf der Seite. Ein Türmchen da oben noch. Und hier rechts haben wir das Mineralienmuseum. Und ich muss gestehen, dass ich da noch nie drin war. Ich bin jetzt auch nicht so ein Mineralientyp. Das ist die alte Hinsbeck-Schule. Und die wurde zum Mineralienmuseum. Ja, und so passiert das, dass plötzlich aus etwas Altem, etwas Neues entsteht. Haben wir hier oben mal einen schönen Überblick, den wir sonst nicht haben. Manchmal ist ja so ein Blick von oben einfach mal toll. Dann komme ich wieder runter, denke ich. Da sehe ich auch eine Ampel. Können wir die Straße wieder queren. Lege ich mal einen Zahn zu, dass wir hier noch rüberkommen bei Grün.
Und dann laufen wir noch ein bisschen in Richtung blauer Himmel. Wir sehen nochmal dieses prächtige Gebäude aus der Perspektive. Ich habe jetzt gesehen, dass die nordamerikanischen Walktubing-Videos schon die Funktion bieten, dass man sich die Übersetzung nicht nur in Englisch kommen lässt mit Untertiteln, kommen lassen kann, muss man ja sagen, sondern in allen möglichen Sprachen. Und ich finde, das ist schon die Härte. Ach, gehen wir hier durch. Und ich vermute, das wird bald so sein, also bald jetzt relativ, aber so als nächster großer Schritt. Das habe ich in Amerika auch schon gesehen. Christoph von Würzburg Fotos hat mir die Info gegeben. Dass es jetzt schon Videos gibt, die mit einer KI-Stimme den Originalton wiedergeben auf Wunsch. In der jeweiligen Landessprache. Das ist echt die Härte. Und dann könnte man als Creator wirklich in seiner Landessprache ein internationales Publikum erreichen, wenn man deutlich spricht, was mir leider nicht immer gelingt. Das sehe ich ja jetzt, wenn ich die Untertitel bearbeite, wie der manchmal meine Wörter massakriert. Aber das liegt jetzt nicht an der Software von YouTube. Liegt an mir, weil ich so nuschel, weil ich manchmal im Dialekt spreche. Kann man hier noch mal was sehen vom Deilbach? Immer Zeit. Uns treibt ja niemand. Aber ich finde das schon cool mit den Untertiteln. Dass dann Leute, die kein Deutsch sprechen, mit Untertiteln relativ gut verstehen können, was ich sage. Besonders nachdem ich die Dinger bearbeitet habe. Vorher bedingt. Kann man hier sowas sehen? Ja, da fließt er dahin. Ne? Ich habe immer Angst, wenn ich meine Kamera über so ein Gewässer halte oder von so einer Brücke runter über das Geländer, dass ich die irgendwie verlieren kann. Das sind überall Spinneweben. Ich mache das mal lieber von hier oberhalb. Das sieht doch ganz nett aus, finde ich. Und im Juni sind 0,1% meiner Videos mit englischen Untertiteln geschaut worden. Und ich weiß, dass T-Shirts aus Toronto
den tollen Kanal hat. Dabei war vielleicht Henry von Toronto Tech and Transit, Herr Sullivan aus Michigan von Rapid Falls, da kommen die Prozentzahlen her. Das ist nie verkehrt, wenn man sich auf seinem Kanal so ein bisschen auskennt. Und natürlich ist auch Jenny dabei, aber die ist dann eher bei den Aufrufen zu finden aus Amerika. Aber die guckt sich bestimmt keine Untertitel an. Die spricht Deutsch, wie wir alle hier. Hier oben auf den Gleisen war ich noch nie. Auf dem Bahnhof. Und so gibt es ja immer wieder mal neue Ausblicke und Eindrücke bei mir. Und ich finde, wir haben jetzt heute echt Glück gehabt mit dem Wetter. Kann man überhaupt nicht meckern. Da sehen wir noch ein Stück vom Deilbach. Richtung Ruhr fließen. Das ist auch schön. Wann sieht man sowas schon mal? Der Gimbel, der zieht immer rum, wenn man zurückzoomt. Wäre natürlich jetzt schön, wenn ein Zug des Weges käme. Aber hier gerade ist keine Anzeigetafel. Da hinten, die kann ich nicht lesen. Da sind Menschen, das heißt, da wird gleich einer kommen. Aber ich kann ja schon mal Danke sagen an alle, die heute mitgekommen sind. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch. Ich bedanke mich vor allem bei all meinen Abonnenten, dass sie mir die Treue halten und mich so großartig unterstützen. Vielen Dank dafür. Und wir sehen uns theoretisch so, hier bin ich. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann. Glück auf!